Heaven von Bryan Adams im Freitagmittag bei Pilatus. 17 Minuten, dann ist es eins. Habt ihr gerade zu viel Arbeit am Hals? Dann lasst euch doch helfen. Vielleicht von einem Rentner aus der Region. Das ist jetzt mal eine praktische Idee, finde ich. Auch für alle Rentnerinnen und Rentner bei uns. Anstatt rumhocken und sich langweilen, können sie sich ab sofort auch bei uns in der Zentralschweiz bei der Plattform Rent ein Rentner anmelden. Oder wie es der Gründer Peter Hildebrand selber sagt: Die alten Säcke und alten Schachteln sollen etwas machen, wenn sie pensioniert sind. Aber Herr Hildebrand, alte Schachteln und alte Säcke, das klingt schon ziemlich respektlos. Wieso denn auch? Steh doch dazu. Ich bin 70, was wollte ich denn mehr? Wissen Sie, ich habe noch nie so viel gelacht, wie in dieser Zeit, seit ich meine Firma verkauft habe. Ist halt doch etwas Lustiges. Sie würde ich einmal nicht kennenlernen, wenn ich nicht so eine Kalberei gemacht hätte. Der Kalberei, sagt Peter Hildebrand auch, sei im Grunde genommen eine Schnapsidee gewesen, Rentner. Aber eine ziemlich clevere Schnapsidee, die auch ganz praktisch ist. Schnapsidee ist die, dass Sie sich bei uns sich eintragen lassen als alte Schachtel oder alten Sack und sagen, was ich anbieten will, für eine Arbeit zu machen. Dann kommen die Leute und dann anschauen und dann sagen, ich will den als Gärtner oder ich will den, wo man ein Zimmer streicht oder irgendein Bild aufhängt oder gehen posten für eine Frau, die nicht laufen kann. Das ist im Prinzip die Grundidee. Geht mal schauen, auf radiopilatus.ch findet ihr den Link. Sie sind auch auf Facebook mit Rentner und das finde ich auch ganz eine heisse Idee. Seit neuestem kann man bei Rentner sogar Grosseltern finden für seine Kinder, wer keine hat, will? Generationen gehen ja immer weiter auseinander. Meine Frau hat Kind mit etwa 24 und heute hat keine Frau mehr mit 24 Kind, sondern sie haben zuerst Karriere. Und nachher kommen die Kinder und dann sind es 35, 40. Und jetzt kann man eine Generation dazu erzählen, sie haben keinen Grossvater mehr oder keine Grossmutter. Und das kann man jetzt adoptieren. Es hat auch etwa 6 oder 8, die schon eingetragen sind. Weiter erzählen, wenn ihr jemanden kennt, der da interessiert wäre, um sich entweder anmelden oder Hilfe kriegen. Natürlich möglichst von jemandem aus der Region. Und es hat doch schon ein paar aus der Zentralschweiz dabei.